glaube es 4000. Die kosten glaube ich 3000, 4000. Wow! Hallo miteinander, it's Mia, your favorite bitch. Und wir sind heute in Zürich und wir schauen, was die Leute alles so ein bisschen ausgeben für ihre Kleider. Und mal schauen, was wir so herausfinden. Let's go! Darf ich dich fragen, von wo Marken von deinen Kleidern sind und wie viel du ungefähr ausgibst? Fangen wir gerade von unten an. Also meine Schuhe sind von Nike und ich habe etwa 75 Franken gezahlt. Die Hosen habe ich in Italien gekauft bei United Colors of Benetton und es waren etwa 60 Franken. Das Oberteil hat 30 Franken gekostet und ist von Zalando. Taschen habe ich geschenkt bekommen, keine Ahnung wie viel sie kosten. Sonnenbrille waren 17 Franken, das war auch online. Die hat ungefähr 200 gekostet und der Ring 40. Darf ich fragen, welche Marke deine Uhr ist? Fossil. Okay. Und deine Kette? Meine Kette hat etwa 70 Franken gekostet und sie war einfach das Geschenk. Okay. Also unten anfangen. Schuhe sind Balenciaga Triple S und für die habe ich etwa 700 gezahlt. Balenciaga Triple meine Hose, keine Ahnung, die habe ich einfach random aus dem Kleiderschrank. Vintage? Ja, ich glaube mal. Das Oberteil Balenciaga. Nice. 400 habe ich auch aus Balenciaga. Und ob, ja, Jacke ist Calvin Klein und die ist etwa 200 gewesen. Okay. Okay, also das sind Balenciagas. Die haben ungefähr 800 gekostet. Dann meine Hosen sind von Brandy, so ungefähr 40. Mein Gürtel ist von Gucci, vielleicht 1000. Dann meine Jacke ist von Supreme, so ungefähr 100, glaube ich. Meine Sonnenbrille ist 200. Wow! Dann mein Ring, glaube ich, 4000. Deine Halskette? Von Dolce Gabbana 200 etwa. Dann meine Tasche ist von Chanel. Die kostet, glaube ich, 3000, 4000. Ich habe auch so viel Geld. Fangen wir bei den Schuhen an. Ja, das sind Yeezy 700. Die kosten etwa 350, 400. Dann Carhartt-Hose 80, 100 etwa. Und ein Vintage Lacoste Crewneck habe ich, glaube ich, für 50 gekauft. Eine Kette. Wish. Ja, irgendwie 3 Franken, 4 Franken. Ich bin jetzt schlimm, ich auch. Danilo? Ja, was machst du da? Was machst du da? Hey, hi. Darf ich in dem Fall dich gerade fragen, fangen wir mit dir an? Was musst du anfangen? Was musst du machen? Gerne wegen dem Outfit. Du hast ja letztes Mal für so Schlagzeilen gesorgt, oder? Ah ja, ein bisschen. Bist du noch mal dabei? Natürlich bin ich dabei. Schuhe, ganz ehrlich, ich habe sie heute bestellt. 70 Franken auf Zalando. Okay. Hose? Hose vom Zara. Ich habe ein paar Löcher noch drin gemacht, damit es günstiger aussieht. Ich habe sie 80 Franken gezahlt. Okay, und die Pulli? Pulli habe ich geschenkt, wie ehrlich gesagt. Und ich will nicht sagen, wie teuer es ist, weil ja, es ist ein Geschenk halt. Und das ist eigentlich schon gesehen. Aber ganz ehrlich, können wir einiges mit dir machen? Können wir. Ich habe eine Air Force Nike an, ungefähr 135. Hosen sind von Zara, ungefähr 29. Ich bin broke, bro. Nein, also weiter. Bist du broke? Ist okay, 30 Franken. Siehst du gut aus? Dankeschön. Kein Problem. Oberteil habe ich geschickt bekommen von irgendeinem Brand, weiß ich leider nicht mehr von was. Ist dann voll geschenkt? Ja. Dann habe ich noch 2 Ketten. Je 69. Von Herzschmuck. Also, in dem Fall sind wir plus minus bei 200 Franken bei dir. Ja, sind wir etwa gleich angezogen heute? Ich glaube, die Bulle ist teuer. Ist ein Geschenk, bleiben wir beim Gratis. Okay, also. Fangen wir mal bei den Schuhen an. Ja, Jordan. Das sind Jordans. Wie teuer etwa? Also ich habe sie in Korea gekauft. Aber 90 waren. Sind 90 Franken gewesen, oder koreanisches Geld? Koreanisches Geld, aber ich weiß nicht, wie viele Franken das sind. Und dann gehen wir zu deinen Hosen. Ich glaube Houndan. So 30. 30 Franken. Und Oberteil? Auch Houndan, glaube ich. Auch so 10 Franken. 10 Franken? Ja. Dann sehe ich aber gerade, dass du einen Rucksack hast, wo von MCM. Ja. Wie teuer war der? Ich weiß nicht, ich habe es von meinem Bruder geschenkt bekommen. Ist ein schönes Rucksack? Ja, sehr. Gefällt mir, super. Dann mache ich mal mit dir weiter. Ja. Fangen wir bei den Schuhen an. Die habe ich mal von Zalando gekauft für 190 Franken. 190 Franken? Ultraboost. Ja. Ultraboost? Ja. Ja. Die Hose habe ich mal von Zara gekauft, nicht so 50 Franken, 40 Franken so. Okay, und Oberteil? Zalando, ich weiß nicht, vielleicht so 20 Franken.
Und den Pulli habe ich vom H&M gekauft, so 20 Franken auch vielleicht, ja. Und ich sehe, du hast eine schöne Kette an. Die habe ich von Marokko, also meine Mutter hat sie mir von Marokko gekauft. Ich weiß nicht ganz genau, wie teuer die ist. Ganz schön, das ist eine Erinnerung von Marokko, eh? Ja. Und ich sehe gerade, du hast eine Louis Vuitton-Tasche. Die Tür ist etwa so eine Tasche, weißt du das plus minus? Schon so 1500 oder so. Um die 1500 für so eine Tasche? Okay. Fangen wir bei den Schuhen an. Wie teuer sind deine Schuhe gesehen? 75 Franken, Allstars. Hosen sind von Zara, 50 Franken. Oberteil war, glaube ich, 30 Franken. Gewesen. Und Tasche 350 Franken, das einzige Teure. Was ist das für eine Marke? Michael Kors. Ah, von Michael Kors. Du hast gerade Sonnenbrille an. Also, sind das auch Marken Sonnenbrille oder? Sind H&M Brille. H&M Brille, alles klar. Uhren ist auch noch gerade? Ah ja, Daniel Wellington, 250 Franken. 250 Franken kostet so eine Uhr? Okay. Fangen wir bei den Schuhen an. Schuhe sind Vapormax, Nike, 270. Hose, Zalando, 40 oder 50. Kein Trainer. Auch Zalando, 40, 50. Und Jeansjacke? Jeansjacke Zara, 70, 80. Und Sonnenbrille 30. Hast du noch Schmuck oder so? Nein, kein Schmuck. Die Schuhe sind von Alexander McQueen, 395. Die Hose von Topshop, im Sale 45. Die Weste habe ich irgendeinem Shop für 300. Und den Pulli für 20 Franken. Sonnenbrille? Von Cavalli für 50. Und hast du noch Schmuck an? Thomas Sabo Armband für ungefähr 150 und Tiffany Kette auch für 150.